seid ihr herzlich willkommen. Die geheimnisvolle Rauhnächte haben schon begonnen und nach meiner Rechnung dauert das bis 5. Januar. Und jeden Tag, so wie wir diesen Tag erleben, diese Energie übertragen wir auf einen bestimmten Monat. Jetzt, am 2. Januar, sind wir beim 9. Tag und all das, was heute passiert, Kontakten, Begegnungen, Entscheidungen und auch die Stimmung, übertragen wir automatisch auf Monat September. Wie immer abends halte ich ein Ritual. Diesmal geht es um Themen, klare, richtige Entscheidungen treffen, trennen Spreu von Weizen, einen Überblick bekommen über unserem Leben oder über unsere Zukunft und hat eine ganz starke Heilenergie. Das hilft bei Heilung, aber das kann auch Berufung auch sein, dass in diesem Bereich öffnet sich eine Tür für dich, falls du deine Berufung leben möchtest und das ist die Heilung, die heilerischen Beruf. Dann hast du auch diese Möglichkeit und dieses Ritual, was um 23 Uhr beginnt, hilft dir dabei. Und du kannst auch dabei sein, per E-Mail anmelden. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Und jetzt schauen wir an, was zeigen die Karten am 2. Januar und Monat September und wie hängt es zusammen in diesem Themen Heilung, Heilenergie oder Entscheidungen. Hier sehen wir die Erwartungen und das heißt, du erwartest von jemand etwas. Oder du möchtest mit jemand treffen und wartest auf ihn. Kann auch umgekehrt sein, dass jemand denkt an dich und hat Erwartungen oder wartet drauf, dass du dich meldest. Es kommt auch etwas entgegen und weil hier sehen wir dieses Geschenk, das wird eine angenehme Überraschung sein. Weil du ein Geschenk bist für ihn oder er oder sie möchte dich beschenken. Und das passiert auch, du darfst die Hoffnung nicht verlieren, weil diese Karte, diese Hoffnung stärkt dich. Ja, es kommt etwas entgegen, aber sei noch ein bisschen geduldig. Auf jeden Fall, dieser Mann denkt an dich. Und kommt auch. Auf diesem Bild sehen wir ein braunhaariger Mann, kann natürlich sein Aussehen beschreiben. Aber außer dieser Mann kommt noch eine Freundin ebenfalls mit braunen Haaren. Beide Personen, auch dieser Mann, auch diese Freundin, kommen beide mit guten Absichten. Kann es sogar sein, dass du von beiden ein Geschenk bekommst. Und hier sehen wir die Freundin. Diesmal handelt es sich um Heilung und Heilenergie. Und tatsächlich, hier sehen wir eine Krankheit, diese körperliche Schwäche. Aber das geht vorbei, weil hier ist die Verlustkarte und diese Verlustkarte entfernt diese Krankheit. Mit anderen Worten, es ist die Heilenergie da. Die Heilung ist da. Das kann natürlich Krankheit sein
oder kann auch eine bestimmte Situation im Leben sein, was dich bis jetzt gekränkt hat. Das geht verloren. Hier sehen wir die Gedanken und hier Gewinn und hier ist die Verlust. Welche Richtung schaust? Was ist deine Gedanke? Denkst du an Verlust? Hast du negativen Gedanken? Oder denkst du an Gewinn? Hast du positiven Gedanken? Ich kann nur empfehlen, immer positiv denken und angstfrei leben. Das darf nicht unterschätzen, weil mit unseren Gedanken und Gefühlen bestimmen wir unsere Zukunft. Also immer positiv denken und wenn du an diesem Gewinn denkst, in Wohlstand oder es soll etwas zunehmen, die Finanzen oder das Glück oder die Liebe, dann wird es genau so sein. Jemand braucht dein Rat, hier ist dieser Ratsuchende. Das kann sein, dass dieser braunhaarige Mann kommt mit einem Geschenk, denkt an dich, hat auch Erwartungen und er braucht dein Rat. Und das ist eine rechtliche Lage, zeigt hier dieser Richter und beschreibt Ungerechtigkeiten oder zeigt eine rechtliche Lage. Und das bedeutet, dieser Mann befindet sich in einem Prozess und er weiß nicht, wie das weitergehen soll. Gewinnt er oder verliert er? Er braucht dein Rat. Kann auch bedeuten, dass er erlebt gerade Ungerechtigkeiten und er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Die Angst zu verlieren, das kränkt ihn. Oder er will auch Sieg, möchte gewinnen, aber er weiß nicht wie. Und dazu braucht dieses Gespräch, braucht dein Rat. Dieser Ratgeber kann auch Berufung auch sein. Auf diesem Bild sehen wir eine männliche Person, vielleicht brauchst du diesen Rat. Oder kann auch umgekehrt sein, kann auch eine Frau sein, das kannst du sein, dass du bist die Ratgeberin und das ist dein Beruf, deine Berufung und genau das möchtest du aufbauen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, alles Gute und alles Liebe.